Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu The Talos Principle. Ja, wir haben uns in der letzten Folge mal wieder ein bisschen die Zähne ausgebissen. An der kurzen Wand. Und zwar an dieser Scheibe hier. An dieser Scheibe aufnehmen. Scheibe nehmen. Können andere Objekte tragen. Ah, ich glaube, ich habe jetzt den, ich glaube, ich weiß jetzt, wie es geht. Ich glaube, warte mal, wenn wir jetzt aufnehmen, können wir dann, warte mal, wenn ich jetzt hier durchgehe und ich stelle mich dahin, dann gehe ich da drauf. Aber dann komme ich auch da durch das Tor nicht. Okay. Warte mal, wir können es mal probieren. So, aufnehmen. Plattform nehmen. Können andere Objekte tragen. Die können auch mich dann tragen. So. Dann gehe ich jetzt da drauf. Ich warte mal ein paar Sekunden. Und nur wahrscheinlich werde ich dann, wenn ich dann wieder zurückgehe, werde ich dann... So, hier... ein Problem bekommen. Da komme ich nicht durch. Pass auf, dann stelle ich mich hier ab. So, jetzt gehen wir da runter. Okay. Dann gehst du da durch. Sammelst mich bitte hier auf. So. So, jetzt gehe ich da drauf im Idealfall. So, jetzt stehe ich da drauf. Und jetzt, gehe ich hier rüber. Ich bin jetzt echt mal gespannt, ob das so funktioniert. Ja, komm, Zeit ist rum. Okay. Spielen wir das Ganze mal ab. Ah, deswegen ist hier oben auch das Gitter, weil ich da nämlich sonst nicht durchkomme, wenn ich da drauf stehe. Nee. Komm, schnell. Ich muss da drauf springen. Habe ich noch gerade geschafft. Ein bisschen wackelig hier oben. Ah, schau mal. So, jetzt stehen wir hier. Aha. Und dann können wir nämlich da hinten rüber und dann sind wir nämlich durch und dann haben wir das Ding. Ah. So, draufgesprungen. Und dann sollte es das jetzt... hoffe ich gewesen sein. Juhu! Ja, sehr geil. Bam! Ja, den Überblick behalten. Ja, das ist wohl wahr. Manchmal nicht so einfach, den Überblick zu behalten. So, dann wissen wir doch jetzt auch Rapunzel. Hier muss man noch dann irgendwie das hochtragen. Warte mal. Dann nehme ich da hinten die Plattform. Ich stelle die mal prophylaktisch hier vor. So, wenn ich aufnehme, dann springe ich da drauf. Warte mal, ich nehme auf, wo kann ich denn selber da drauf dann? Hier. Beide Kisten. Ich habe da gerade so eine Idee. Also, so, das geht nicht. So, aufnehmen. Plattform nehmen. Ich habe jetzt folgende Idee. Ich gehe jetzt hier hin. So, warte jetzt mal. Werde dann beide Kisten nehmen, nacheinander, die da drauf stapeln. Dann auf die Kiste, die jetzt da hinten steht, springen, hoch. Und dann eventuell kann ich dann von oben... Hört sich das gut oder schlecht? Ich weiß nicht. Wie lange soll ich jetzt überhaupt warten? Ich sag mal, 10 Sekunden warte ich noch.
Und dann kann ich die nämlich im Idealfall oben nehmen, einen nach der anderen und somit dann den Weg freischießen. So, das lassen wir mal. So, jetzt stehen wir da drauf. Hoffe ich. So, jetzt halten wir das hier nochmal 15 Sekunden hoch. Nehmen nämlich dann beide Kisten. Und dann haben wir die beide oben. Eventuell könnte das so klar gehen. So, probieren wir das mal. So, abstellen. So, was haben wir jetzt gemacht? Also, die Kiste nehmen wir, genau. Die brauchen wir aber. Hier, nee, die brauchen wir da nicht. Wir können ja dann oben rum zurück. So, und wo ist er? Da unten. So, Nummer 1. Der steht noch da drauf. Oh, jetzt schnell, 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 schnell. So, Nummer 2. Er kann die schön tragen. Und die können wir dann jetzt vielleicht hier oben annehmen. Ach, guck mal. Starker Mann, starker Mann. Wir haben auf jeden Fall vom Zeitmanagement das super getimed. So, wie lange haben wir? Und bitte lass es reichen. Es reicht. Ach, okay. Wie geil ist das denn? Bam. Bam, bam. Und einmal springen. Ja, passiert nichts. So, jetzt wissen wir zumindest, wie es funktioniert, Freunde. Das ist doch mal eine feine Sache. So, wo ist hier das mit dem Quader? Da war doch ganz viel, meine ich, zu lösen. Abspiele. Oh, und ein Konnektor. Ein Graben und ein Zaun. Und ein Konnektor. Wie kann ich denn einen Konnektor in so eine Aufgabe mit einbeziehen? Aha, wahrscheinlich muss ich den Konnektor dann tragen. Okay, so, wir haben die Platte, wir haben den Konnektor, wir haben das Abspielding. Freunde, hier ist alles auf einmal. Okay. Also ganz ehrlich, solche Rätsel wie dieses hier, die finde ich super geil, weil hier weißt du sofort, was du zu tun hast. Also ich muss auf jeden Fall hier runter gehen und dann andere Sachen aufnehmen. Ich habe da mal so eine Idee. Pass auf, ich probiere das mal so aufnehmen. So, ich nehme die Plattform. Stell mich hier hin. Jetzt werde ich oben drauf die. Quatsch, nein. Warte, anders, anders. Das wird so nämlich nicht reichen. Andere Idee. Die Box. Die Box, wo können wir die hinstellen? Dass er hier die Höhe kriegt. Weil da muss er eigentlich drauf. Hier mal mittig. So. Weil die bleibt ja dann stehen. Da kann ich ja dann drauf springen. Also nochmal. So, mein Ziel ist es, ich muss ja eigentlich nur hochkommen. So, jetzt nimmst du das. Die Plattform. Jetzt stelle ich mich da unten hin. So, jetzt werde ich oben die Kiste draufstellen. Dann werde ich den Konnektor nehmen, sagen, beide Seiten miteinander verbinden. Dann werde ich den Konnektor auf die Kiste stellen. Und wenn ich das gemacht habe, ich hoffe, die Zeit reicht jetzt so 25 Sekunden. Machen wir mal 30 Sekunden, komm. So, und dann werde ich, dann ist jetzt alles drauf. Dann werde ich hier auf die Kiste springen. Ich hoffe, dass die Position gut ist. Und jetzt müsste er hinten eigentlich die Tür aufmachen. Ich warte jetzt mal lieber 10 Sekunden länger, weil ich nicht weiß, wie schnell sich diese öffnet. Und dann denke ich, dass es so das gewesen ist. So, ja, komm, das sollte reichen. So, okay. Also, abspielen. So, seht ihr, weil die andere bleibt nämlich stehen. Das haben wir schon gelernt. So, da drauf. Hier sage ich verbinden. Verbinden. Da drauf. So, und jetzt ist die Frage, ob die Position auf der Box da gut ist. Oder ob ich die Box ein bisschen weiter vorne oder ein bisschen weiter hinten stationieren muss. Das ist jetzt die Frage.
Nee. Es klappt. Sehr geil. Und ein Stern. Dein Wissen wächst, aber sei auf der Hut vor der Versuchung. So, ja, diese Sternchenmission, die haben wir bisher noch nicht großartig gelöst. Ganz ehrlich, ich hatte auch festgestellt, dass sie immer noch mal eine ganze Ecke anspruchsvoller sind. Insofern, ich bin für mich selber bin ich froh, wenn ich das Level bzw. das Game so durchkriege. Ohne irgendwelche Sternchen und Sondermissionen. Schau mal, hier ist das nicht mehr mit dem Hochheben. Hier kennen wir uns aus. Ja, das wird mir auf jeden Fall... Vor dem Zeitalter des Chaos gab es andere Götter. Alte Götter. Aber trotz all ihrer Macht konnten sie ihre Welt nicht retten. Deshalb wurde ich erschaffen. Und ich werde diese Welt bis in alle Ewigkeit wahren. Für dich und alle folgenden Generationen. Dies ist meine Aufgabe. Okay, auch mal wieder eine sehr, sehr, sehr geile Landschaft. So, große Treppen, kleine Treppen. Okay. So, hier ist ein Ventilator. Den stibitzen wir uns schon mal direkt. Machen jetzt irgendwas an. Den nehme ich mal mit. Wer weiß, wofür wir den gebrauchen können. Wahrscheinlich da hinten, aber... Okay. So, wollen wir uns mal ein bisschen umschauen? Aha. So, was auch immer das bewirkt, wir müssen wahrscheinlich dort oben etwas aufstellen. So, was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Hier haben wir kein. Große Treppen, kleine Treppen. Ja. Hier haben wir noch einen Ventilator. Den können wir doch nehmen, um... Zack. Schwupps. So, was auch immer das jetzt zu bedeuten hat, aber wahrscheinlich... Das müssen wir wahrscheinlich tun. Und da oben ist ein Connector. Da müssen wir auch irgendwie hin. Da oben ist noch eine Box. Ja, dafür brauche ich erstmal die andere Box. Wir sind natürlich mal wieder auf dem Holzweg. Zack. So. Und das Level hier erscheint mir mal wieder eine Ecke anspruchsvoller. Allein bedingt durch die Vielzahl an Zeugs, was hier ist. Das ist immer für mich so ein Zeichen, so, hey. So, ein Ventilator, zwei. So, das geht schon mal nicht, das reicht nicht. Kann ich denn eigentlich, ich überlege gerade, wenn ich da, wo ist denn die zweite Box? Kann ich mich jetzt eigentlich auf die Box stellen und dann von da aus die Box auf die andere Box stellen? So quasi? Jo, geht. So. Schau mal, da hinten ist noch einer. Wie kommen wir denn da hin? Ach, da hinten durch das Tor. Okay. Da hinten ist rot, da ist blau. Wo ist der Rest? Rot, blau. Rot. So, wir müssen mit Sicherheit... Rot. So, die Box nehme ich mal weg. Da ist ein Ventilator drauf. Die Box nehme ich weg. Und würde die gerne erstmal... Wird das jetzt reichen? Na, eventuell. Komm, wir probieren es mal.
Du kommst da runter. Aber ich glaube, wir müssen dann noch die zweite drauf packen, wie auch immer. So, dann einmal hier abstellen. Den nehmen. Siehst du? Dachte ich mir. Jetzt brauchen wir den Ventilenti. Und nehmen die Box runter. Tun den Ventilenti drauf und packen den drunter. Okay, es reicht immer noch nicht. Ganz knapp, ne? Ganz knapp. Das heißt, wir brauchen nur eine Box. Und die bekommen wir da. So, dafür brauche ich auf jeden Fall dich da drin und für zum Reingehen brauche ich dich. So, und die Tür ist offen. Ja, und wie es weitergeht, Freunde, seht ihr aber erst in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Björns9s.